Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Gast hier, der war schon mal da, hat mich total fasziniert, wie er breit und ganzheitlich denkt und selbst die Quantenphysik für ihn ein großes Thema ist. Und er ist so versiert, dann wollte ich unbedingt mit ihm weitere Sendungen machen, und er ist heute auch wieder gekommen, um mit mir über das Thema Philosophie in der Medizin oder betreibt die Medizin eine Philosophie. Man kann es kehren, wenden, wie man will, darüber zu philosophieren, zu diskutieren. Und herzlich willkommen, lieber Dr. Ludwig Reiser, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein. Danke. Danke, gerne. Ja, Philosophie, betreibt die Medizin eine Philosophie? Ja, eine Philosophie auf was bezogen meinst du damit? Naja, Philosophie ist ja ein großes Wort, steckt viel dahinter. Und ich glaube, es gibt keine Wissenschaftsrichtung, die nicht irgendwelchen philosophischen Paradigmen unterstellt ist. Also jede Wissenschaft, jede Denkrichtung hält sich an philosophische Grundkonzepte. Und das haben wir auch in der Medizin. Also zu sagen, die Medizin rein ohne Philosophie zu betrachten, funktioniert eigentlich gar nicht, weil es immer zusammengehört. Es ist nicht nur so einfach, dass man sagen kann, man hat eine schulmedizinische Philosophie, die konträr oder anders zu einer Naturmedizin, zu einer Naturphilosophie ist. Das ist so nicht ganz richtig, weil es sind komplett unterschiedliche Gedankenwelten, die dahinter stecken. Und die sind meines Erachtens deutlich leichter zu vereinen, als wir das eigentlich tun. Kannst du mir ein Beispiel machen, was eine Philosophie aus der schulmedizinischen Sichtweise hier du als Dogma siehst? Man kann es nicht als Dogma, es sind die Grundlinien, wie man denkt. Ich möchte es mal mit einem ganz einfachen Beispiel greifbar machen. Wenn man jetzt das ist jetzt eine fiktive Situation. Ja, ich habe jetzt einen Patienten, der hat zum Beispiel irgendein Lungenproblem, einen bakteriellen Infekt auf der Lunge. Dann würde der Schulmediziner mit der Philosophie herangehen, da ist ein Bakterium, das ist ein Feind, also nehme ich dagegen ein Mittel gegen das Bakterium, ein Antibiotikum. Und das dürfte funktionieren, die Bakterien sind weg und dann ist der Patient soweit erstmal kuriert. Der Naturmediziner würde das anders sehen. Nehmen wir jetzt mal als Extrembeispiel einen Schamanen zum Beispiel. Der sagt nicht irgendwas von Bakterien, weil von Bakterien weiß der gar nichts. Sondern der sagt, du hast eine schlechte Energie, einen bösen Spirit, was auch immer auf deiner Lunge sitzen. Und nimmt Wacholder und räuchert den und kommt zu dem gleichen Ergebnis. Dem Patient geht es hinterher besser. So, jetzt kann man natürlich eine Grundsatzdiskussion starten. Wer hatte jetzt recht? Waren es jetzt böse Geister oder waren es jetzt Bakterien? Jetzt frage ich ganz radikal, wo ist denn da der Unterschied? Es ist einfach nur eine andere Sprache, eine andere Philosophie, eine andere Sicht auf die gleiche Sache. Ich habe gerade gestern noch einen Punkt gehört, den möchte ich gleich an dieser Stelle auch noch reinbringen. Da hat mir ein Arzt gestern erklärt, das Wort Krankheit ist schon eine Philosophie, weil Krankheit hat eine Negativsuggeration, hat aber eigentlich mit dem nichts zu tun. Eigentlich ist die Krankheit der bestmögliche Genesungsweg des Körpers. Es ist ein Lehrer. Also für viele kluge Patienten ist eine Krankheit immer ein Lehrer, ein Hinweis auf ein Defizit, auf eine gestörte Balance, auf einen gestörten Platz im Leben, auf was auch immer letztendlich. Es ist aber auch nur der Symptom. Heilungsversuch selbst. Die Krankheit, ich muss ja über die Krankheit, ich kriege Fieber, mit dem Fieber kommt die ganzen Abwehrsysteme richtig auf Hochtouren, dann wird der Virus oder der Bakterium über das Stärken des Immunsystems wird der Erreger eigentlich eliminiert. Genau, also so ist unsere eigentlich Philosophie. Krankheit gar nicht schlecht, sondern Krankheit ist eigentlich der Weg zur Gesundheit. Richtig, die Krankheit als Chance. Ist ja auch schon wieder ein philosophischer Ansatz. Also würden wir Krankheit als Chance sehen und nicht als Leid. Richtig. Würden wir eine ganz andere Medizin haben, oder? Richtig, ganz genau. Weil dann rückt auf einmal nämlich auch der Mensch wieder in den Vordergrund und nicht einfach nur das einfache Symptom, das einfache Symptombild, die Definition einer Krankheit, was nach meiner Philosophie sowieso im Prinzip nicht zielführend ist. Man kann die Akutsymptomatik, die muss man natürlich irgendwie greifen, das ist richtig. Aber wenn man den Patienten nicht mitnimmt, bringt das Ganze nichts. Es gibt so diesen schönen Spruch, Operation gelungen, Patient tot. Ja, das auch. Da muss man ein bisschen mit einer anderen Denkweise im Grundsatz herangehen. Und ich glaube, das, was am meisten hilft, ist erstmal eines zuzulassen, dass andere Denkweisen und andere Philosophien genauso ihre Berechtigung haben und genauso richtig liegen können. Denn dieses richtig oder falsch
bewerten wir ja immer letztendlich nur nach unserem aktuellen Wissensstand. Und wenn man die Medizingeschichte ein bisschen anschaut, dann hat sich ja unser Wissensstand alle 10 Jahre geändert. Das heißt, auch unsere Philosophie, wie wir womit umgehen, ändert sich eigentlich am laufenden Band. Ach, das ist ein Zitat, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen, oder? Genau. Aber heute wird das geprahlt und wahnsinnig wichtig und dann stellt sich im Nachhinein es wieder als Flop aus. Also ich habe aber noch einen philosophischen Satz im Kopf und zwar, mach die Ernährung zu deiner Medizin. Ganz berühmter Satz. Hippokrates hat das schon gesagt. Genau. Ja. Da frage ich mich, wieso ist das überhaupt kein Thema heute? Ah, ich glaube sehr wohl, dass es ein Thema ist. Es kommt immer darauf an, wer der Therapeut ist. Ja. Also es gibt für viele Therapeuten das Thema Ernährung nicht als wichtig dominantes Thema, aber es gibt auch absolut hervorragende ayurvedische Kliniken, die sagen, bevor wir mit der Ernährung nicht anfangen, machen wir gar nichts anderes, weil das ist eigentlich die Basis. Das, was man zu sich nimmt, ist das, aus dem man sich aufbaut, ist das, mit dem man sich genesen, heilen, richten, wie auch immer kann. Und insofern ist die Ernährung absolut essentiell und auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, der Grund, warum die Ernährung vernachlässigt wurde oder viele andere Themen, neulich hatten wir das Thema Licht, ist ja genauso etwas, was so ein bisschen aus diesem medizinischen Fokus rausgerückt ist. Das liegt an den Grundfesten der heutigen Philosophie in der Medizin und das ist nach wie vor der Gedanke, der menschliche Körper ist eine Maschine. So, jetzt gibt's ganz viele Kollegen, die sagen, ganz böse Aussage, das kann man so nicht sagen. Ich bin der Meinung, doch, das kann man tatsächlich so sagen. Unser Körper ist auch eine Maschine, aber deutlich mehr als nur das. Also das heißt, wenn ich die Philosophie zulasse, der Mensch ist eine Maschine, dann hilft mir das unheimlich gut in Notfallmedizin, in Chirurgie, auch in der Biochemie. Ich kann dann toll eingreifen. Ja, aber ich werde den Menschen und das Leben und sein Leid nie zur Gänze verstehen, sondern ich kann dann immer nur eine symptomatische Therapie machen. Das liegt an der Philosophie, weil wir den Menschen als Maschine betrachten. In der Naturmedizin sehen wir den Menschen als Maschine plus ein geistiges Konstrukt plus ein seelisches Konstrukt plus eine Abhängigkeit zur Umwelt. Also da kommen ganz, ganz viele andere Faktoren hinzu und jetzt kann man jeden einzelnen Punkt wieder als eine Philosophie letztendlich aufbauen. Und da kommen wir zu einem Punkt, der mich absolut fasziniert hat in meiner Laufbahn. Ich liebe Labormedizin. Ich liebe Labordiagnostik. Weil sie so schön schwarz auf weiß sind, ist, das heißt nicht, dass sie fehlerfrei ist. Das muss man mit der Zeit lernen. Aber es ist irgendwie für unser Evidenz, also beweissuchende Gesellschaft, ist Labormedizin was Tolles. Und ich habe für mich eine Beobachtung gemacht mit der Zeit. Wenn ich große Laborprofile mache, dann kann ich anhand der Laborparameter über die Psyche des Menschen Aussagen treffen. Das ist, jeder Laborarzt würde jetzt erstmal sagen, Moment, du redest hier über biochemische Aspekte, was hat das mit der Psyche zu tun? Das ist der Grund, warum ich sage, Medizin ist eine Philosophie. Es sind unterschiedliche Sprachen, die einfach nur aufeinandertreffen, weil das Labor sagt etwas über die Enzyme aus. Ja, der Enzym ist der ganze Mensch, der eine Psyche hat und die Psyche findet sich in den Enzymen wieder, also finde ich die Psyche im Labor wieder. Und damit wächst ein bisschen der Raum, wo man unterschiedliche Philosophien einfließen lassen kann und damit einen komplett anderen Blick auf den Menschen bekommt. Mhm. Einen viel größeren, eine viel bessere Annäherung an das, was wirklich das Problem ist. Letztendlich zu 100% treffen tut man es ja eh nichts. Aber das ist eine Sammlung von Erfahrungswerten, was natürlich für einen Therapeuten sehr wichtig ist. Ich kenne Leute, die machen eine Pulsdiagnostik, ja. Die fassen das nur an, die haben das ein Leben lang gelernt und wissen genau, was los ist. Da sage ich einfach, mein Gott, da muss man jetzt nicht daran glauben. Der kann das, der hat das gelernt, oder? Ja, und das ist kein Widerspruch zu den anderen Philosophien. Es ist ein anderes diagnostisches Werkzeug. Wenn man den Puls fühlt, ja, dann bin ich direkt über den Puls an der Qualität des Herzens, also an unserem zentralsten Organ und habe damit eine Schnittstelle komplett ins ganze System. Ja, wo ist der Unterschied zwischen einer Labordiagnostik? Da nehme ich 30 cm weiter oben mein Blut, gehe auch auf die Vene, also hier Arterie, dort Vene, gut, das ist ein anderes Gefäß, das weiß ich schon, aber an sich
ist es das gleiche Medium, das betrachtet wird. Bei der Pulsdiagnostik schaue ich auf das Blut im weiteren Sinn, da schaue ich auf die Bewegung des Blutes. In der Labormedizin schaue ich auf die Zusammensetzung des Blutes. Mhm. Also sie sind eigentlich sehr nah aneinander und geben unheimlich viel Aufschluss über das Gesamtsystem eines Menschen und sind, ja, das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir in der medizinischen Ausbildung, auch im medizinischen Werdegang, diese Dogmen brechen und sagen, es gibt nicht nur die einzig wahre Erklärung und die einzig wahre Wissenschaft, das ist ein Blödsinn, das gibt es nicht, wie du vorhin selber gesagt hast, man kann damit höchstens den Irrtum der Zukunft beschreiben. Aber je mehr Philosophien ich zulasse, desto von mehr Seiten schaue ich auf das gleiche Thema und damit, ja, komme ich einfach dem wahren Problem deutlich näher, als wenn ich nur verbissen auf eine Gesetzmäßigkeit achte. Das ist in der Medizin meines Erachtens fehl am Platz. Ich denke aber, dass die Masse an Ärzten und Therapeuten ja auch wirklich vom tiefsten Herzen aus den Anspruch haben, heilen zu wollen, zu helfen, dass der Organismus des Patienten eigentlich wieder in seine Mitte kommt. Aber ich sehe aber auch, dass viele Umstände heute, vielleicht wirtschaftlicher Natur, Druck von außen, Zeitdruck zum Beispiel, ein ganz wichtiger Punkt, eigentlich eben dem Arzt immer weniger die Möglichkeit gibt, die Medizin zu machen, zu leben, die er eigentlich dafür brennt. Ja, das ist absolut richtig. Das ist ja auch ein Thema, über das ich bei mir in der Praxis leidlich gestolpert bin, weil ich nie 40, 50 Patienten am Tag hatte, weil ich der Meinung bin, wenn ich 40 Patienten am Tag habe, dann komme ich gar nicht mehr wirklich in Resonanz mit meinen Patienten, dann komme ich gar nicht mehr wirklich in die Tiefe vom Thema. Dann kann ich immer nur oberflächlich bleiben und immer nur rein an Oberflächensymptomen entscheiden. Aber da muss man die Ärzte ein Stück weit in Schutz nehmen. Nicht die Ärzte haben dieses System aufgebaut, sondern unsere wirtschaftliche Gesellschaft hat dieses System so aufgebaut. Und meines Erachtens sind die Arztkollegen die Gefangenen da drin und die tun mir ehrlich gesagt leid, weil es wahnsinnig schwierig ist, da auszubrechen. Dafür bräuchte es nämlich was Wichtiges. Und das ist, dass die Verantwortung wieder beim Patienten liegt. Das ist auch wieder so ein philosophisches Thema. Wir haben ja in unserem Gesundheitssystem liegt die Verantwortung beim Therapeuten. Das ist der übertrieben gesagt der Gott in Weiß. Und der Patient ist der Unmündige, der gar nicht weiß, was er für ein Problem hat, dem man helfen muss. Das ist aber eine Medizin, die letztendlich meines Erachtens nicht funktioniert. Ein Patient muss mündig werden, muss in die Verantwortung kommen. Aber da gebe ich dir recht. Aber wenn ich die Historie anschaue, der Vergangenheit, dann war eigentlich ein Arzt verantwortlich, dass das Volk gesund bleibt. Ja, aber das ist lange her. Das ist lange her. Das ist mindestens 100 Jahre her. Da hat sich in der Medizingesellschaft einiges verändert. Heute ist es ein Wirtschaftszweig und heute ist es ein entmündigender Zweig. Also das heißt, ich will die Verantwortung zurück bei den Patienten haben. Daraus entsteht eine Konsequenz. Der Patient ist auch bereit für die Leistung des Arztes, aufzukommen. Klar, er hat auch die Verantwortung und das Risiko von A bis Z. Niemand nimmt ihn ab. Ich bin auch deiner Meinung, wir müssen die Menschen heute wieder hinzubringen, dass sie die Eigenverantwortung zur Gesundheit übernehmen. Richtig. Und nicht erst dann, wenn die Gesundheit nicht da ist, sondern lieber präventiv jetzt schon zu agieren. Das finde ich die wichtigste Medizin überhaupt. Dann sind wir bei der nächsten Philosophie. Das ist die Philosophie, die darauf achtet, dass der Körper gar nicht erst kaputt geht. Die ist aber mit unserer momentanen schulmedizinischen Systemik, sagen wir es mal so, schwer zu vereinen. Weil dort wird letztendlich nur dann drauf geschaut, wenn das System schon kaputt ist und nicht im Vorfeld. Ich finde da zum Beispiel Krebs so ein wunderbares Beispiel, wenn ich da kurz drauf eingehen darf. Krebs ist ja für die Schulmedizin, wenn ich das so sagen darf, ein Buch mit 7 Siegeln, weil wir haben heute keine besseren Ergebnisse wie in den 70er Jahren. Es mag das ein oder andere Mittelchen geben, was besser oder verträglicher ist oder wie auch immer. Aber letztendlich einen Durchbruch, ein Heilmittel haben wir immer noch nicht gefunden. Ja, weil wir einfach immer noch nicht das Problem betrachten. Das Problem ist nicht der Krebs, sondern das Problem ist der Mensch, der den Krebs entwickelt hat. Da sind viele Faktoren im Vorfeld. Ob das die Oxidation ist, ob das Zellstress ist, ob das Elektrosmog ist, ob das eine kaputte Mikrobiologie ist, ein gestörtes Immunsystem und ganz entscheidend auch eine belastete Psyche und seelische Konflikte, die damit reinspielen. Das wird alles im Vorfeld überhaupt nicht betrachtet, sondern man wartet erst, bis der Schaden entstanden ist und dann hat man nur den Fokus auf den Schaden und versucht dort zu arbeiten und vergisst, dass das eigentlich
ein Symptom einer größeren Einheit ist. Man ist von dieser Ganzheitlichkeit weg. Und dieses Wort Ganzheitlichkeit ist, finde ich ehrlich gesagt, inzwischen in der Medizin ein furchtbar abgedroschenes Wort, weil jeder Mediziner, der Bachblüten macht oder der mal Homöopathie gelernt hat oder sonstiges, nennt sich heute Ganzheitlichkeit oder ganzheitlicher Therapeut, ganzheitlicher Arzt. Und das ist für mich Themaverfehlung. Ein ganzheitlicher Arzt ist ein Arzt, der sich Zeit nimmt für seinen Patienten und ihn versucht, in seiner Ganzheit zu begreifen, welche Philosophien er da zu Rate zieht. Ob das die Schulmedizin, die Homöopathie, die Naturheilkunde, die Isopathie, Energetik, Spiritualität, das ist völlig egal. Ganzheitlich ist er dann, wenn er versucht, die Ganzheit seines Patienten zu fassen. Das kann er als Schulmediziner. Es gibt Chirurgen, die das hervorragend können. Die sagen, ja, ihre Hüfte oder ihre Gelenke sind deswegen kaputt, weil nicht das Gelenk an sich ein Problem hatte, sondern weil sie eine falsche Körperhaltung haben. Und die Körperhaltung kommt zum Beispiel aus ihrer Psyche. Also arbeiten Sie bitte auch an Ihrer Psyche, an Ihrer Körperhaltung, damit der Schaden nicht wieder entsteht. Das war ein ganzheitlicher Chirurg. Das ist eine andere innere Haltung, eine andere Philosophie. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen in unserer Medizingesellschaft, die wir heute haben, einen Paradigmenwechsel im Denken. Und der kommt nur aus einer einzigen Quelle und die Quelle heißt Verantwortung. Und die liegt bei zwei Parteien, nämlich beim Patienten. Der muss es fordern. Der muss ganzheitlich betrachtet werden wollen. Der muss die Verantwortung für seine Gesundheit selber tragen wollen. Der muss die Bereitschaft haben, dafür auch einen Obolus zu geben, ja, in einen Werteaustausch zu kommen, welcher Form auch immer. Und auf der anderen Seite müssen die Ärzte die Bereitschaft haben oder das Bedürfnis haben, wieder zurückzufinden in dem, was nach Hippokrates wirkliche Medizin ist. Nämlich den Menschen zu heilen, ihm zu helfen, seine Symptome zu lindern und ihn unter keinen Umständen zu schädigen. Und genau dieser Eid wurde aber abgeschafft. Ja. Auch erstaunlich, was wir gar nicht wissen. Ich wundere mich, jetzt wurde, das hat so lange gehalten und jetzt ist er plötzlich weg vom Tisch. Letztendlich ist das wirtschaftlich recht einfach zu erklären. Trotzdem ist da was kaputt gegangen, finde ich einfach, wenn ich sowas höre. Ja, aber so wie ein Mensch krank wird, so wird auch ein System krank. Und so wie ein Mensch nur durch seine eigene Verantwortung heilt, so heilt auch ein System nur aus der eigenen Verantwortung heraus. Und die Verantwortung liegt bei uns. Ich kenne hier eine Fachausrichtung in der Schulmedizin, die heißt Psychoneuroimmunologie. Ja, die Psychoneuroimmunologie, ein wunderschönes Wort. Ich liebe das, ich habe auch trainiert. weil ich genau das, was da aufgebaut wurde an einer Ausrichtung, bewiesen wurde, dass die Psyche eigentlich immer Auslöser ist von einer Krankheit. Und ich finde das nur großartig. Es kommt Bewegung rein, aber man weiß es heute, aber es geht vielleicht noch 30, 40 Jahre, bis es jeder weiß. Aber eigentlich müsste ja eigentlich diese neuesten Erkenntnisse aus der Schulmedizin, müsste diese nicht irgendwann eigentlich in die Ausbildung einfließen? Danke, wunderschönes Stichwort, in die Ausbildung mit einfließen. Das ist genau das Problem. Wenn wir uns heute das heutige Ausbildungskonzept anschauen, das ist einfach von Regelwerken, von Gesetzen, von Verantwortungs-Hin- und Herschiebereien und von wirtschaftlichen Abhängigkeiten dominiert. Nicht von dem Bedürfnis, eigenverantwortlich einem Menschen zu helfen. Das ist ein ganz anderer Fokus. Wir sind ja heute, ich meine, jetzt in Zeiten wie Corona merkt man das ja extrem, fast schon krankhaft auf Sicherheit aus. Und so funktioniert Medizin nicht. Da braucht man ein bisschen einen Mut und da muss man ein bisschen eine Verantwortung übernehmen. Und das würde richtig schon in der Ausbildung anfangen. Ich denke, das ist sehr kultur- und länderspezifisch und wir in Zentraleuropa haben da jetzt zwar fachlich von der Wissensmenge eine tolle Ausbildung, aber nicht im Sinne der Ganzheitlichkeit, im Sinne des eines Menschen wahrnehmen. Ich kenne wenig junge Ärzte, die frisch von der Universität gekommen sind, die ich zum Beispiel im Rettungsdienst oder so kennengelernt habe, die einen Umgang mit dem Menschen gewohnt sind. Die wissen viel über seine Biochemie, aber die haben keine Ahnung, ihm zu erklären, dass gerade was Blödes passiert ist, was Dramatisches oder Sonstiges. Das können sie nicht, das haben sie nicht gelernt. Das heißt, da hast du recht, da fehlt ein Riesenteil in der Ausbildung. Aber, Thema Eigenverantwortung, wir haben auch das Zeitalter des Internets. Und ich meine, dein Sender ist ein wunderbar lebendes Beispiel dafür. Es gibt alle Informationen. Wenn man sie haben will,
bekommt man sie auch. Ich weiß, ich kenne schon im Warteraum von Ärzten keine Patienten nach Dr. Google eher erlaubt oder so, weil sie sich schon nerven, dass der Patient einfach schon unheimlich viel weiß über sein eigenes Leid. Aber das finde ich großartig. Ja, aber da haben wir jetzt auch wieder ein Problem. Schön, dass du das noch ansprichst. Ich kenne nämlich dieses Dr. Google-Patienten-Phänomen und das ist wirklich anstrengend. Da hat ein Patient, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, einen Pickel auf dem Hintern und googelt danach und findet raus, er hat Lepra. Ja, also das passt oft einfach überhaupt nicht zusammen. Und im Internet habe ich immer das größtmögliche Desaster beschrieben. Also immer sozusagen das letzte Ende einer Erkrankung und nicht den ganzen Werdegang, nicht die ganzen Vorstufen, nicht die ganzen Differenzierungen. Und ich bin sowieso kein Fan davon, eine Krankheit mit einem Namen zu betiteln, sondern letztendlich ist es immer ein Symptomenkomplex, der zu dem Menschen gehört. Und ja, ganz ehrlich, da wird Dr. Google nicht mit großartigen Antworten helfen. Das ist, Dr. Google taugt nicht zur Diagnose. Das ist definitiv so. Ich gebe dir da voll recht, aber das Spektrum wird größer, weil der Patient, der wird eigentlich vom Schulmediziner gesagt, das ist das Problem, das ist, du hast zwei Wege, hä? Chemo oder Strahlung, oder? So, und er kann eigentlich über Google letztendlich finden, es gibt möglicherweise noch ganz viel weiteres, was ich entweder in Zusammenhang mit der Schulmedizin mache, oder sogar isoliert für mich. Und vielleicht begleitet ihn der Arzt, aber vielleicht begleitet ihn ein anderer Arzt auf diesem Weg. Und das finde ich schon wichtig. Ja, aber da sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema Philosophie. Der Mensch, der sich an den Computer setzt und Dr. Google befragt, um eine Diagnose zu finden, der denkt so, wie man in der Schulmedizin im alten Gesundheitssystem denkt, nämlich er gibt die Verantwortung ab, in dem Fall an Dr. Google. Er sagt, Dr. Google, bitte sag mir doch mal, was mir fehlt. Ja, das geht und das nicht, funktioniert ja. nicht. Nein, das klar. Das, was du gemeint hast, diese Inspirationsquelle zu suchen, das Internet nach Alternativen zu suchen, auf einem Sender wie auf deinem interessante Inputs zu bekommen, um sich selber in die Machtposition zu bringen, in die Selbstermächtigung zu bringen, in die Eigenverantwortung zu bringen, das ist Gold wert. Mhm. Aber dieses Potenzial haben wir nicht nur beim Patienten, sondern auch ganz klar beim Arzt. Auch ein Arzt darf mal sich es antun, alternative Medien, alternative Informationen, alternative Produkte, Arzneimittel, was auch immer, kennenzulernen. Machen Sie auch in der ganzen Weiterbildung in Jahr für Jahr. Ja, aber da kommen wir wieder zu dem philosophischen Grundsatzproblem, dass dort einfach Dogmen stehen, die sagen, nee, Moment einmal, ich gehöre der Philosophie an, der Mechaniker, der Medizinmechaniker, um es mal so zu nennen, die den Menschen nur als Maschine betrachten. Ja. Und wenn du Homöopathie machst, dann kommst du vielleicht eher in die Esoterik-Ecke rein, oder? Genau. Und ich habe aber noch so ein Beispiel, ein hochwissenschaftliches Experiment oder eine Studie mit Professor Dr. Dr. Harald Wallach, wo er gemacht hat, placebo-kontrollierte Studie, hat er einem Arzt immer mit den Medikamente oder Placebos gegeben und die musste er verschreiben einem Patienten, der Rückenschmerzen hatte. Unterm Strich ist faszinierend zu sehen, das, was am eindrucksvollsten, am besten gewirkt hatte, war, wenn der Arzt meinte, er gäbe ein Medikament ab. Aber es war ein Placebo. Und der Patient meinte, er kriegt ein Medikament und es war ein Placebo. Und das finde ich jetzt eben auch spannend. Ich meine, diese Studie gibt's. Wir wissen das. Das muss sich doch weltweit verbreiten, dass die Empathie eines Arztes oder die Meinung oder die das ist ja ein Placebo, oder? Dass eine Placebo-Medizin eben auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Placebo ist, ganz ehrlich, weil der Placebo ist der Glaube des Patienten an das Mittel selbst. Genau, das, und der Arzt ja auch. Ja, aber da, glaube ich, reden wir jetzt mehr tatsächlich über Quantenphysik, weil da ist der Arzt als Beobachter mit im Spiel, da ist der Arzt mit einer Absichtserklärung mit im Spiel, ja, da ist der Arzt auf einem energetischen Bezug mit drinnen. Aber die Wirkung war da. Die Wirkung war da. Und jetzt muss man doch eigentlich darüber diskutieren und reden. Warum? Das wird ja auch, diese Diskussion gibt es ja auch, aber sie ist keine Mainstream-Diskussion. Mhm. Und da kommt letztendlich als einzige Lösung die Verantwortung der Ärzte ins Spiel, nämlich dass die über diesen Mainstream drüber hinausgehen und sich dafür öffnen, dass andere Alternativen sehr wohl wissenschaftlich, sehr wohl seriös und sehr wohl im Sinne der Patienten sein können. Also ich begreife es ja auch, dass es nicht Mainstream ist, weil man muss sich überlegen, wer finanziert denn die Ausbildung? Wer sagt, so muss es sein, dass man einen Doktortitel hat? Und das ist ja auch okay. Ich finde das total richtig. Das ist mal die Basic und jetzt ist es ja wirklich so ein lebenslanges Lernen. Oh ja, das ist wahr.
Ja. Vor allen Dingen dann, wenn man andere mit Philosophien zulässt. Mhm. Das ist ja das, was mich in meinem Werdegang so fasziniert hat. Ich komme ursprünglich aus der Pharmaindustrie, habe ja eigentlich mal Chemikant gelernt und wollte Arzneimittel entwickeln. Das war meine ursprüngliche Ausgangsintention. Aber in der Industrie habe ich sehr schnell kapiert und gelernt, dass es dort eben nicht unbedingt nur um den medizinischen Fokus, also um den Nutzen für den Patienten geht, sondern auch um andere Aspekte. Darum habe ich mich da wieder rausgezogen. Und habe durch meinen Werdegang das Glück gehabt, dass ich viele unterschiedliche Philosophien kennenlernen durfte. Mhm. Durch die Notfallmedizin habe ich die Schulmedizin sehr gut kennengelernt und habe sie auch sehr zu schätzen gelernt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Vor allen Dingen als Notfallmediziner weiß man, was tolle Chirurgenhände und eine gute Notfallmedizin zu bewegen kann. Und da sind dann auch Globulis und Bachblüten und Sonstiges weitestgehend fehl am Platz. Zur Schockbehandlung ist das immer toll, aber an sich nicht. Mhm. Und diese Ergänzung oder dieses Entdecken von neuen Philosophien hat mein Weltbild ja komplett verändert. Das war auch der Grund, warum ich am Ende dann noch in den USA mich mit dem Thema Quantenphysik vom Studium her auseinandergesetzt habe, weil dort die Quantenphysik ist für mich so diese verbindende Einheit. Die lässt alle unterschiedlichen Philosophien zu und führt die wie einen Kuchen schön zusammen, weil in der Mitte steht der Geist, in der Mitte steht unser Bewusstsein. Das ist das, was über uns, über unser Wohlbefinden, über unsere Gesundheit, über alles letztendlich entscheidet. Und aus dem Bewusstsein kommt die Sprache, also das heißt auch die therapeutische Sprache, rede ich über böse Geister, wie vorhin gesagt, oder über Bakterien. Das ist nur eine unterschiedliche Sprache für ein gleiches Symptombild. Das schließt sich da zu einer schönen Einheit zusammen. Und ich habe den Wunsch, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das, was ich studieren durfte, auch zumindest teilweise in die Regelmedizin Einzug hält, dass wir eine komplett neue Generation an Ärzten hervorbringen können, die eigenverantwortlicher sind und die auch dem Patienten mehr Verantwortung geben und die einfach anderen Philosophien gegenüber deutlich toleranter sind. Danke dir ganz herzlich. War doch jetzt eine schnelle Sendung geworden. Hä? Wir hatten Danke. Keine Ahnung, wohin die Reise geht. Nein. Und irgendwie läuft es einfach. Und ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir durften Sie einen dadurch auch ein bisschen bewegen, anregen oder Sie mitnehmen auf diese Reise, diese philosophische Reise durch die Medizin hindurch im Schnellverfahren in nur 25 Minuten. Es gibt natürlich noch 1000 Dinge hier noch weiter zu diskutieren. Aber wir haben das mal dargestellt, die Selbstverantwortung liegt tatsächlich immer bei uns. Und ich denke, diese Kernaussage ist ganz wichtig, dass wir die uns einverleiben und für alle Menschen, die wirklich irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, diese auch denen reflektieren, dass sie sich eben auch selbst mit einbringen müssen in ihren Genesungsweg. So, das war's für heute. Herzlichen Dank, lieber Ludwig. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.